Ja, bei mir heute Matthias Köberlin und Nora von Waldstätten, die beiden Hauptdarsteller im mittlerweile bereits dritten Teil Die Toten vom Bodensee. Aktuell laufen die Dreharbeiten auf Hochtouren hier in Hörbranz. Ja, im dritten Teil seid ihr schon ein eingespieltes Team. Sind wir das? Durchaus. Ja, ich weiß nicht, ob wir uns jemals wirklich richtig einspielen, aber wir kennen uns inzwischen schon ziemlich gut und die Ecken und Kanten des anderen und arrangieren uns. Und ja, also es ist immer noch nicht einfach für beide, aber es funktioniert. Jetzt habt ihr natürlich im dritten Teil auch die Möglichkeit gehabt, die Charaktere ein bisschen weiterzuentwickeln. Wie kann man denn als Schauspieler diese Charaktere auch ein bisschen herauskitzeln und die auch weiterentwickeln? Also dieses Mal ist es ganz toll, dass der Fall sowieso Hanna so mit ihrer Vergangenheit in Berührung bringt und das zwangsläufig zu einer Entwicklung führt, was ganz spannend ist. Und da ist man natürlich als Schauspieler sehr froh darüber. Bei dir ist es ja so, dass du in den ersten beiden Teilen als der Familienmensch herausgekommen bist. Jetzt haben wir, was wir vom Plot wissen, vorneweg gehört. Da fängt es ja dieses Mal ein bisschen kritisch an. Das heißt, du hast da eine private Krise auch zu bewältigen. Ja, und eine ziemlich saftige auch. Also, nee, das finde ich ja auch gut, dass in diese heile Welt, in Anführungszeichen, die diese Familie in den ersten zwei Teilen ja auch war, und das war ja auch gut und richtig, dass die jetzt auch einen gehörigen Knacks bekommt und einfach auch Probleme auftauchen, die, ihr könnt in jeder Beziehung oder Ehe früher oder später vielleicht mal auftauchen, vielleicht jetzt nicht in der Qualität, wie es jetzt bei uns erzählt wird, aber dass es einfach auch mal ein richtig tiefes Tal gibt und nicht immer nur das gemeinsame Frühstücken auf der Terrasse. Und dass da einfach mal ein bisschen das Unterste nach oben gekehrt wird. Und das ist gut und das ist für die Figuren ohnehin gut. Von euren Charakteren her, ihr habt ein bisschen so das Good Cop, Bad Cop Image aus den ersten beiden Teilen mitgenommen. Wie sehr kommt euch das denn auch persönlich entgegen? Ich fand es einfach sehr spannend, so eine Figur zu kreieren, die eben einerseits so sachlich analytisch ist und damit so im kompletten Gegensatz zum Oberländer ist und steht. Und das ist natürlich eine tolle Herausforderung. Jetzt Tränen am Bodensee ist ja nichts Alltägliches. Das heißt, man kennt zwar die Tatortreihen vom Bodensee, aber dass hier wirklich jetzt drei Krimis wieder am Bodensee stattfinden, auch im Grenzgebiet Österreich-Deutschland. Ihr habt beide auch Krimi-Erfahrungen in der Vergangenheit schon sammeln können. Wie sehr freut man sich als Schauspieler auch auf so eine Arbeit hier am Bodensee? Also ich freue mich jedes Mal sehr, herzukommen, weil das einfach wirklich eine wunderschöne Ecke ist hier und man auch durch die Dreharbeiten immer wieder auch an neue Flecken kommt, die man vorher noch nicht gesehen hat. Und wir sind ja wirklich hier kreuz und quer unterwegs und haben auch meistens Glück mit der Witterung und also in 95% der Tage haben wir auch wirklich tolles Wetter und es ist einfach schön hier und man freut sich einfach mal, wenn man weiß, einmal im Jahr ist man hier und die Truppe ist ja weitestgehend auch immer die gleiche, also das hat ja dann schon so ein bisschen Klassentreffen-Charakter und ist wahnsinnig entspannt und lustig. Ich muss sagen, ich freue mich auch immer wahnsinnig, hierher zu kommen. Also eben, es hat schon was von nach Hause kommen und es ist wirklich toll hier. Es ist so ein schöner Flecken Erde. Ich gehe dann auch am Wochenende immer gerne auf dem Fender hoch wandern oder esse meine Kässpätzle. Und es ist wirklich ganz besonders, hier drehen zu dürfen. Als ihr den ersten Teil abgedreht hattet, hättet ihr damit gerechnet, dass es so ein positives Feedback gibt? Die Presse war und auch die Zuseher haben es ja sehr, sehr gut angenommen. Nicht zuletzt deswegen wird jetzt auch der dritte Teil gedreht. Habt ihr damit gerechnet von vornherein? Und macht es auch Mut, dass es noch weitere solche Filme geben wird? Naja, man hofft natürlich, dass das ankommt und dass die Leute es mögen und das ist natürlich sehr, sehr schön und es gab schon den Hintergedanken, dass man in Reihe gehen könnte, aber dass es jetzt so kommt, ist natürlich super cool. Ja, zu erwarten ist das nicht, genau, wie Nora sagt. Also man hofft natürlich, dass man da irgendwie den Nerv trifft und die Leute Spaß haben an dem, was man da so treibt und dass es dann auch weitergeht und na, ich denke und hoffe, also jetzt bringen wir den dritten Mal zu Ende und hoffen, dass die Resonanz nach wie vor so positiv ist und die Leute uns da treu bleiben und die Zuschauer und dann gehe ich davon aus und hoffe sehr, klopfe voll, richtig, dass wir dann in die vierte Runde gehen. Zur Story vom dritten Teil, was könnt ihr uns da erzählen? Wir sind jetzt hier in Hörbranz, hier wird gerade gedreht, was dreht ihr denn jetzt gerade hier und was kann man auch zur Story schon verraten?
Es geht um Mord. Ja, das. Also, nein. Möchtest du was dazu sagen? Ja, man kann gerade eigentlich nicht allzu viel verraten, aber es ist, wie ich eingangs schon gesagt habe, eben diese Frauenleiche bringt Hannah Zeiler gehörig aus dem Tritt, weil sie das eben sehr an den Tod ihrer Mutter erinnert und das ist für sie alles gerade nicht einfach. Ja, und genau, also es ist für Hannah Zeiler ein schwieriger Fall, also auch nicht nur das rein berufliche, sondern eben auch aus den genannten privaten Gründen und für Oberländer auch durch die Probleme, die er zu Hause hat. Und der dritte Teil ist so von den bisherigen eigentlich so der düsterste und nicht negativste, aber auf jeden Fall für alle Beteiligten ordentlich beladene. Und der Fall ist auch relativ brutal und knackig und von daher hat das schon einen sehr, sehr düsteren Charakter, also verglichen mit den ersten beiden Fällen oder Teilen.